Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem exklusiven Spezialvideo, die sich dann nennt Let's Play Ausflug. Nein, es ist kein Spiel, aber ich werde euch ein bisschen die Welt zeigen, dort wo ich überall mal war. Das Video, was wir heute sehen werden, ist, ich glaube, ein oder zwei Jahre schon alt und es ist vom Technikmuseum im Speyer. Und das kann ich nur empfehlen, es ist wirklich geil. Es ist eine Art Museum, wer es noch nicht kennt, denke ich aber nicht, also es müsste eigentlich jeder kennen. Es gibt eins in Speyer, das ist das Video, was wir jetzt sehen, und es gibt eins in Sinsheim, das ist nochmal ein bisschen anders, aber seht selbst. Wir starten das Video und ich werde ein bisschen kommentieren. 3, 2, 1, Video, go. Go. Folge Nummer 1. In Speyer. So, und hier sehen wir schon mal ein paar Videos, Fotos davon. Das ist schon mal der Eingang. Und das ist schon mal der Innenleben hier. Ein paar Feuerautos, die wir sehen. In Aufnahmen habe ich jetzt leider keine, das sind jetzt nur Fotos. Das ist von außen hier, die 747. Da gibt es ein Video gleich noch von. Das ist das Space Center. Um genau zu sein, die Space Shuttle Ausstellung. Lasst die Fotos etwas auf euch wirken. Mit dieser sagenhaften Musik dabei. Das ist wieder der Außenbereich. Die Antonov. Da hinten sehen wir auch ein U-Boot hier. Ist begehbar. Sieht man aber dem Video, glaube ich, nicht. Ja, ein wunderbarer Cadillac, Oldtimer. Und jetzt kommen die Videos. Ah, ich dachte schon, wo ist die Musik? Jo, einen kleinen Info zu dem Video. Ihr hört jetzt Musik. Das Video hat Ton, aber es war an diesem Tag einfach sowas von sauwindig, dass mir einfach gar nichts versteht, außer hörst du gar nichts. So, hier ein kleines Video. Weiß gar nicht, was machen die darauf? Ah, außen... Verklebung vom Flugzeug. Ein Tutorial, wie man Farbe mischt. Merkt's euch. Das sind natürlich Glasscheiben jetzt da drin. Das ist nicht jeder, der da reinkommt, von den 1000 Leuten am Tag, die sich einfach da hinsetzen. Ist halt so viel wie möglich noch erhalten geblieben oder gelassen, wie es auch da noch war, wo sie. Wo der hübsche Vogel noch aktiv war. Einmal die Toilette. Damals hatte ich noch eine ziemlich wackelige Hand für die Kamera. Also ich saß wirklich so da. Da liegt das Essen noch. Ja, so hat man damals gespeist. Babykorpus während der Start und Landung verstaut sein. Also... Verstaut eure Babykörbe inklusive Babys immer unter den Sitzen. Nein, Quatsch, macht das nicht. Einmal nochmal den Gang. So. Einmal der Nullausgang, wer sich's anders überlegt hat. So, und hier sehen wir einmal das Cockpit. So ungefähr sieht es aus, wenn man vor ein paar Jahren Let's Plays gemacht hat. Und mit Windows 95 aufgenommen hat. Sieht das so aus. Jede Software ihre eigene Sicherung. Das war schon heiter damals. So, wir gehen wieder zurück. Die Musik hier richtig zum Entspannen hier. Ja,
diese luxuriösen Sitze hier. Der Wahnsinn. Nochmal das Infovideo. So, da steht der Captain, eingesperrt auf ewig. Und die Beste, die Flugzeuge sind alle mit Brücken verbunden. Also muss erst wieder runter und wieder hochlaufen. Und hier die 747. Auch begehbar, da kommen wir jetzt hin. Zack, und so schnell sind wir oben. Einmal das Fahrwerk von unten. Es war an dem Tag einfach so saumäßig windig. Da oben ist eine Luftzug. Also wer Mützen trägt, da oben festhalten. Es war nicht gerade das sonnigste Wetter, wie man sieht. Ich entschuldige mich schon mal für diese schnelle Kamerabewegung. Vor den Vorbeijahren, da hatte ich noch nicht dieses sanfte Gefühl. Aber ihr könnt ja das Video kleiner machen. Ich muss es hier auf dem Vollbildmonitor sehen. So, jetzt sind wir oben. Und da geht es rein. So, da hinten einmal der Laderaum. Da hat man jetzt die ganze Verkleidung weggemacht, damit man mal sehen kann, wie so ein Flugzeug eigentlich aufgebaut ist. Ist schon richtig geil, sowas zu sehen. Und auch interessant da rein. Der Boden wurde auch weggemacht, damit man wirklich alles schön sehen kann, aber nur im hinteren Teil. Genau, da sieht man, der Boden ist weg. Man kann also auch nach unten schauen. So, und jetzt sind wir ganz hinten am Ende. Vielleicht seht ihr einen nochmal von hinten das Ganze. Komm, dreh dich. Jawohl. So sieht das Ganze aus dann. Oh, da oben haben sie einen Arbeiter vergessen. Oh, wird schon keiner merken. So, das Geile ist, da seht ihr leider, da kann man auch runtergehen. Da gehen wir jetzt runter. So, natürlich rückwärts. Einmal die Kamera drehen. Genau, da geht's abwärts. Ist gar nicht mal so einfach, so eine richtig schmale Leiter. Mit einer Hand festhalten und die Kamera in der anderen Hand noch. Das ist... aufpassen. Genau, das einmal unten drunter. Und für große Menschen ist das nicht geeignet. Es ist ziemlich tief, die Decke da unten. Aber du kannst wirklich schon drunter durchgehen und auf der anderen Seite wieder hoch. Und das ist der Frachtraum, das sind die ganzen Rollen. So sieht es hinter den Kulissen aus. Da sind ein paar Knöpfe auf den Ding drauf, die haben aber nichts bewirkt. Keine Ahnung, für was die sind. Ich war schon öfters da, ich habe schon immer drauf gedrückt, nie ist was passiert. Keine Ahnung, für was das sein soll. Vielleicht findet ihr es hier raus. So, da geht's wieder hoch. Oh Gott, da wird ein Schwindelig dabei. So, das war ein hinteren Teil, jetzt geht's nach vorne. Oh, nein, warte, jetzt kommt was ganz Geiles. Jetzt kann man nicht auch noch rausgehen auf die Tragfläche. Auf die linke Tragfläche kannst du wirklich bis fast vorne hinlaufen. So, hier nochmal Speyer von oben. Da sehen wir nochmal die Halle. Da drin stehen natürlich auch noch jede Menge Sachen. Da unten ist noch ein bisschen Außenausstellung. Aber da kommen wir noch gleich hin. Und die Musik kommt wieder. Genau, da kann man jetzt bis nach vorne hinlaufen. Und da oben ist es sauwindig. Da richtig so ein... Siehst du, es ist alles bewölkt, keine Sonne. Also wenn du da richtig so einen scheiß Tag erwischt hast, dann ist da windig wie die Sau da oben. Vor allem auf der Tragfläche.
Das ist wie ein Trampolin da drauf. Wenn es richtig windig ist, wippst du da richtig hin und her. Denn wenn so ein Tag mal richtig voll ist und da so 20 Leute draufstehen, das geht richtig ab. Und die Kamera ist ziemlich unscharf, warum auch immer. Schärfe dich, los! Teil von der Außenausstellung noch. So, da sind wir wieder drin und gehen jetzt weiter nach vorne Richtung Cockpit. Auch hier wieder Glasfassade. So fliegt es sich bei Lufthansa. So, das ist glaube ich die Küche, soviel ich weiß. The Kitchen. Hier gibt's Essen. Warum filme ich? Achso. Knöpfe zum Spielen. Lauter Knöpfe zum Spielen. So. Da wieder eine Infowand. Macht Karriere. Bei Lufthansa. Videoprojektor, der leider nicht mehr drin ist. Den habe ich mitgenommen. Aber... So. Das ist die untere Etage. Es gibt ja noch eine zweite bei der. Das unten ist, glaube ich, die Premium oder die Economy Class, so wie das heißt. Economy. Genau, First and Business Class geht es jetzt nach oben. Da sind wirklich die steinreichen Leute sitzen da. Ja, jetzt sieht man erstmal nichts, weil die Treppe wieder einer an Kamera, einer an Festhalten. Das ist enge Treppe. So. Vor allem, da die Maschine schräg steht, ist natürlich auch alles andere schräg da drin. Hier die Business Class mit den 5K LCD-Monitoren. So fliegt es sich bei Lufthansa. Steigen Sie ein. So, und das Cockpit. So, genau. Das ist Windows 96, das ist die neue Version. Ich habe zwar ein paar mehr Knöpfe. Aber hier kannst du wirklich alles einstellen. Ich habe keine Ahnung, für was das alles ist. Einfach mal drücken, irgendwas wird schon passieren. Also könnt ihr natürlich da nicht, da ist eine Scheibe davor. So läuft das im Cockpit da. Okay. Ich merke, ich habe dreimal die gleiche Musik eingefügt. Macht nichts, egal. Das Deckmischpult. Oh. Ich merke gerade, ich habe den Ton da nicht rausgeschnitten. Jetzt seht ihr mal, wie windig es eigentlich da war. Außer Wind hört ihr nichts. Alter. Das war sau windig an dem Tag. So, jetzt ist Space-Ausstellung. So, und da ist der Ton wieder weg. Keine Ahnung warum. Da ist das Space Shuttle. Das ist ein russisches, glaube ich. Und Teile von der ISS. Da oben ist ja das Modell hingehängt. Da oben an der Decke. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Okay, ja. Teil von der ISS. Genau. Das Shuttle könnt ihr auch rein, aber nicht komplett rein. Aber das seht ihr gleich noch. Ich glaube, es ist auch auf dem Video mit dabei. Genau, und so ein Ding müsste ich die Astronauten reinquetschen.
X wie große Leute. Auch wieder der 5K-Bildschirm. Beste Qualität. Hochauflösend. So, einmal die Space Shuttle nochmal ein bisschen näher. Ich glaube, jetzt müssen wir gleich auch reinkommen. Da irgendeine Deutschlandfahne drin, warum auch immer. Das ist eigentlich ein Americano. Ja, ein Teil der ISS. So, bitte weiter. Ja, genau. Hier haben wir die Tante Yu. Genau, jetzt kommen wir ins Space Shuttle oben rein. Da haben wir die Tragflächen. Das Geile ist, sie hat die Rücken aufgeklappt. So sieht das Ding innen drin aus. Das ist schon nice. Ja, da ist die Russe was Feines ausgedacht, du. Wahrscheinlich ein Satellit oder sowas. Aber ziemlich großer. Hier die paar Bomben da. Der Bojen, keine Ahnung für was. Weiß nicht. Oh. Der Deckel, den man zuklappen kann. Cool, na, jetzt kommt's nächste. Das ist richtig geil. Das imperiale Space Shuttle von Star Wars mit Lego nachgebaut. Das ist noch mehr. Hier von Boba Fett hier. Der sitzt sogar oben drin. Sehe ich gerade. Aber es geht noch weiter. Hier. TIE Fighter. Auch aus Lego nachgebaut. Ich glaube, der ist mindestens so groß. Größer als mein Facecam. Daneben noch ein Sternzerstörer. Da steht da unten auch dran. Keine Ahnung, was das ist. Oh. Genau, der TIE Fighter. Hier nochmal ein Sternzerstörer. Alles aus Lego. Executor. Star Destroyer. So heißt das gute Ding. Ding, ding, ding. Einmal von hinten hier. Ja, das ist nice Arbeit hier. Da unten noch. Javas. Ihr hübsches Fahrzeug hier. Alles aus Lego. Aber das ist auf Endor. So, ich glaube, jetzt kommt der. Genau, jetzt kommt der hier. Der Todesstern. In der halbfertigen Position. Death Star 2 ist das. Hier noch ein paar Infos. Wer lesen will, Video pausieren. So. Aha, ja. Genau, hier. X-Wing. Auch aus Lego. T-65X, genaue Beschreibung. So, jetzt sind wir in der Modelleisenbahn hier. Sie bewegt sich. Sie bewegt sich. Die da unten irgendwie nicht. Ah, da fährt noch einer. Hier, Bergbahn, alles hier. Alles für Modellbau, Profis und Hobbys und was weiß ich. Die bewegt sich aber nicht. Da kommt sie. Okay.
Musik ist wieder weg. Oder kommt sie wieder? Der Luna bewegt sich irgendwie gar nicht. Keine Ahnung warum. Fahrzug, fahr! Ja, ja, die Bergbahn fährt wieder runter. Langsam schritten. Einmal begleite ich sie rund um den Berg. Da steht der Schaffner. Den nehmen wir nicht mit. Ah, oh, da kommt die andere wieder. Oh geil, die hat Kühe hinten drauf. Und ein Unimog. Ja, da ist eine Endstation. Ich glaube, die andere, die fährt noch, oder? Ja, da kommt sie. Alles rundherum. Ja, und die fährt wieder hoch. Da fährt sie wieder. Die Berg hinauf. Zahnradbahn, das ist genau, Zahnradbahn. Da kommt die andere wieder mit den Kühen hier. Die muss irgendwann mal langweilig sein, wenn die dauernd im Kreis fahren. So, die andere, genau, da kommt sie wieder. Der Berg hinauf. So, und es geht weiter. Oh ja, jetzt wird's interessant hier. Ich denke mal, man sieht, was das ist. So eine Art Dampfmaschine hier. Sowas finde ich richtig geil. Ah, nice Dampfmaschine. Der richtige Kolbenmotor. So ist das Hobby, ist auch geil. Das muss ich sagen. Wollte ich auch mal machen. Hab's dann irgendwie wieder weggetan. So. Jetzt kommen noch zwei Spezialvideos. Ich sag mal nix. Ich lasse einfach mal kommen. Tanzt alle mit! $0.50 oder 1 Euro schmeißt ihr da rein, dann läuft das Ding alles durch. Und jetzt! Ja, Mann, das ist geil! Daneben ist der Automat, ich glaube, 1 Euro müsst ihr reinschmeißen. Das Geile ist, es ist ja nicht nur das einzigste Ding. Da gibt es ja noch eins, ein bisschen größer. Das seht ihr aber auch noch gleich. Jetzt kommt's. Ich finde das was geil, ohne Witz. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 Mal 1 Euro Münze reingeschmissen, habe das Ding als laufen gelassen. Vor allem den Tag war richtig wenig los. Es waren, glaub 10 Leute in der ganzen Halle da. Was eigentlich recht wenig ist. Und da steht ein Mensch. Aber das Ding ist geil. Kommt, singt alle mit, ja! Los, jetzt schwingt die Hüften. Los, tanz mit mir. La 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 la. Da 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 da. La la la. Da 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 da. Das geht eigentlich noch länger. Ich hab nur, ich glaub, 2 Mal gecuttet, weil es zu lang war. Ich weiß nicht, entweder 1 oder 2 Euro kostet das Ding. Dramatische Musik. Wirklich geil. Glaub ich, gleich kommt nochmal ein Cut, glaube ich. Dann ist es aber vorbei.
Ups, da ist was runtergefallen. Man hat Klingen gehört. Steigt die Musik! Spannung! Oh! Entschuldigung. Und jetzt. Und der Abschluss. Ende. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, und so sieht's aus. Hat's euch gefallen? Hier habt ihr nochmal den roten Plan. Dort unten ist es. Unter Mannheim. Überall von Stuttgart. Wer hin will, fahrt hin. Gib mir den Beat, Mann. Speyer.hmedienmuseum.de. Da könnt ihr vorbeischauen. Informiert euch. Ja, Technikmuseum Sinsheim. Ja, das kommt vielleicht auch noch. Dafür dann. Danke fürs Zuschauen. Und das war's auch schon hier mit dieser Folge von Let's Play Ausflug. Danke fürs Zuschauen. Der nächste Let's Play Ausflug kommt bald. Auf Wiedersehen.